Ja, erstmal schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Ich freue mich, hier zu sein. Ich halte das für eine ganz tolle und auch sinnvolle Veranstaltung hier. Fand auch die bisherigen Beiträge sehr interessant. Vielleicht ganz kurz zu mir. Ich arbeite zurzeit tatsächlich in Bayern. Da haben wir eine etwas andere Arbeitsmarktlage, als ich das hier noch aus meiner niedersächsischen Heimat kenne. Dazu vielleicht später mehr. Ansonsten der Grund vielleicht auch, warum ich hier bin, für Sie interessant. Ich habe unter Herrn Weise an dem Strategieprojekt BA 2020 mitgearbeitet und auch als dann der Vorstandswechsel kam, BA 2025, also das aktuelle Entwicklungsprogramm, die aktuelle Strategie der Bundesagentur, habe ich zumindest am Anfang noch mitgestaltet, bevor ich dann jetzt tatsächlich mehr so in Richtung operative Führungsaufgaben gegangen bin. Ist vielleicht für Sie ganz spannend, weil ich jetzt eben manche Frage auch aus dem Blickwinkel betrachte, was heißt denn das, wie wirkt das auf den Arbeitsmarkt, was heißt das für die Arbeitslosen, für die Ratsuchenden, die mit ihren Fragen zu uns kommen. Also einerseits das große Strategiethema Arbeitswelt 4.0, was in der Tat dann so mein Schwerpunkt die letzten Jahre gewesen ist. Und auf der anderen Seite kann ich Ihnen heute auch in der nachherigen Diskussion recht plastisch, denke ich, mit Beispielen auch aus dem Alltag schildern, wie schlägt sich sowas dann auch am Arbeitsmarkt nieder. Nicht wundern, ich werde immer mal so ein paar Folien überspringen. Ich kannte die Inputs meiner Vorredner nicht. Manches wurde schon genannt. Ich habe auch etliche Folien von dem Professor Bellmann mitgebracht gehabt. Die können wir uns sparen, aber vielleicht ist es doch wichtig, nochmal darauf hinzuweisen. Also Arbeitswelt 4.0, wenn wir darüber reden, was gucken wir uns da eigentlich an? Das ist schade. Ich sehe jetzt gerade, die Auflösung ist etwas schwierig. Hier habe ich immer versucht aufzuschlüsseln, was betrachten wir eigentlich in der Bundesagentur für Arbeit, wenn wir über Arbeitswelt 4.0 sprechen. Ja, es geht natürlich um solche Dinge wie künstliche Intelligenz, es geht um smarte Fabriken, virtuelle Arbeit, Crowdworking-Verträge und all die Implikationen, die das mit sich bringt. Also was heißt das dann auch sozialpolitisch, das wird ja in einem anderen Raum hier diskutiert. Flexible Arbeit, haben wir vorhin schon was davon gehört, dass eigentlich digitale Medien eine viel höhere Flexibilisierung ermöglichen. Dass Grenzen von Arbeit auch verschwimmen, zeitlich, räumlich, aber auch die Grenzen zwischen Produzent und Konsument, dass also gerade im Dienstleistungsbereich da so eine Prosumentensituation entsteht. Und das Thema, womit wir uns hier beschäftigen, Qualifikation und Kompetenzen. Also eine Frage, mit der sich eigentlich unsere Berater und Vermittler tagtäglich beschäftigen, weil letztendlich ist das die Kernfrage, wie kriegen wir Austauschprozesse am Arbeitsmarkt organisiert. Oh, ich drücke, passiert was? Gut, ich glaube, ich gehe mal hier an diesen Rechner. Ich hoffe, dass die nächsten Folien besser erkennbar sind. Mir ist es auch nicht ganz sehr klar. So, hier springe ich, wie angekündigt. Nochmal ganz kurz zur Erinnerung. Es gab ja vorhin schon so den Hinweis, dass es sehr unterschiedliche Einschätzungen zu den Auswirkungen angeht, was also das Substituierungspotenzial betrifft. Hier nochmal so ganz kurz im Überblick die verschiedenen Studien, die uns zumindest dazu aktuell geläufig sind. Fry Osborne hat so den Auftakt gebildet, dann hat Boston Consulting nochmal eine eigene Berechnung angestellt. Herr Bonin hat quasi versucht, diese Osborne-Studie auf Deutschland zu übertragen und kam dann zu den Ergebnissen von 42% Substituierung der Jobs. Und was Sie dann sehen oben mit Volta gekennzeichnet, das ist unser IAB, das ist das, was Herr Professor Bellmann vorhin vorgetragen hat. Wir gehen also eher davon aus, in der Bundesagentur für Arbeit, dass es einen recht großen Umschlag der Arbeitsplätze geben wird und gar nicht so sehr einen Abbau. Und ich will auch nicht verschweigen, dass dann noch eine McKinsey-Studie aus 2016 zu noch deutlich drastischeren Einschätzungen kommt. Also ich glaube, es ist wenig müßig, darüber zu streiten, was nun das Richtige ist, sondern wir sollten uns heute darüber unterhalten, wie gehen wir damit um. Was aber, glaube ich, wir im Blick behalten müssen, ist, dass sich das regional sehr stark unterscheiden wird, die Ausprägung. Ich habe Ihnen das kurz mitgebracht, das ist ebenfalls aus dieser IAB-Studie, die Herr Bellmann vorhin schon vorgestellt hat. Und wenn man da schaut, in Niedersachsen, das ist, finden Sie, ja, auch das nicht so gut lesbar. Schade, echt. Sie sehen hier unterschiedliche Betroffenheiten. Ich lese es Ihnen in Teilen vor. Man kann eigentlich schon anhand der Farbschattierung sehen, wo größere Arbeitsplatzabbaugeschichten zu erwarten sind. Und da haben Sie eben tatsächlich eher Schwerpunkte
Nee, Moment, umgekehrt. Wo größere Arbeitsplatzzuwächse oder weniger Abbau zu erwarten ist. Und da sehen Sie ganz klar so Technologiezentren wie eben Bayern, Baden-Württemberg, aber auch Nordrhein-Westfalen. Das sind so digitale Kraftzentren, wo sicherlich die Herausforderungen andere sind als beispielsweise in Norddeutschland. Ja. Wenn wir darüber reden, was lässt sich eigentlich durch Maschinen ersetzen? Ich bin ja eher dafür, darüber nachzudenken, was lässt sich derzeit noch nicht durch Maschinen zu ersetzen, weil da können wir am Ende aufsetzen, um zu überlegen, wie können wir denn mit den Kompetenzen, die Menschen vorhalten und wo sie den Maschinen überlegen sind, wie können wir damit arbeiten und Ausgleichsprozesse am Arbeitsmarkt gestalten. Ja. Und ich denke, Sie sehen hier, das sind sehr, sehr, ich sag mal, menschliche Dinge, die mit Intellekt, mit Intuition, mit Emotionen zum Teil zu tun haben, politisches Durchsetzen. Natürlich gibt es heute schon Wahl-o-mat-Systeme, aber der politische Diskurs wird sicherlich bis auf Weiteres nicht durch Maschinen ersetzt werden können. Ja, reden, überzeugen, begeistern, Personal führen, auch organisieren. Es gibt sicherlich Tools, die das unterstützen, aber sie werden es niemals in Gänze digitalisieren können. Ja, und daraus folgt, dass dann aber auch die sogenannten Soft Skills insgesamt wichtiger werden. Also selbstständiges Arbeiten, ja, Selbstwirksamkeit klang vorhin schon an, dass eigentlich jeder Arbeitnehmer so ein bisschen in Zukunft Unternehmer in eigener Sache sein wird. Und nicht mehr unbedingt die Vorgaben hat, wie er bestimmte Aufgaben zu erledigen hat, sondern dass mehr geguckt wird, wie bringt er sich in den Prozess ein, wie funktioniert er im Team, kann er eigenverantwortlich handeln, kann er entscheiden, überblickt er auch den Prozess, in dem er sich befindet und erzeugt er am Ende ein werthaltiges Ergebnis. Ja? Und das ist durchaus eine Herausforderung, auch gerade wenn ich so schaue, wer heute in der Arbeitslosigkeit sich noch befindet angesichts der schweren Marktlage. Also ist es, ich sage, schwere Marktlage, weil für uns in der Arbeitsagentur sind es zwar vielleicht komfortable Zeiten, weil wir relativ niedrige Arbeitslosenzahlen haben. Das heißt aber im Umkehrschluss, dass die Menschen, die heute noch bei uns sind, ganz andere Probleme haben, als das bei der Massenarbeitslosigkeit gewesen ist. Also wir erleben heute Menschen, die dann doch multiple Vermittlungshemmnisse haben, die vielleicht schon lebensälter sind, die entwöhnt sind vom Lernen, die sich manches vielleicht auch nicht mehr zutrauen, die sich vielleicht auch fremd fühlen in dieser sich zunehmend digitalisierenden Arbeitswelt, wo es vielleicht auch ganz formal an Qualifikationen fehlt, wo es aber auch vielleicht an digitalen Kompetenzen fehlt. Also hier ist eine unheimliche Gefahr, dass da auch Menschen abgehängt werden könnten in diesem Prozess. Das muss man sich immer vor Augen führen, wenn wir hier heute diskutieren, wie kann es eigentlich gelingen, potenziell mehr Menschen auf diese Reise mitzunehmen und dass eben möglichst wenige zurück und auf der Strecke bleiben in dieser Transformation. Wenn wir in der Bundesagentur für Arbeit uns mit dem Thema Digitalisierung beschäftigen und auch gerade in unserer Beratungs- und Vermittlungsarbeit uns überlegen, welche Kompetenzen bringt ein Mensch eigentlich mit und was sind dabei dann die digitalen Kompetenzen, dann orientieren wir uns an den ich sag mal, an dem Referenzmodell der EU zu den digitalen Kompetenzen. Das ist so das System, mit dem wir arbeiten. Das heißt, wir schauen, wie fit ist jemand im Bereich der Informationsverarbeitung, kann er digitale Medien nutzen bei der Kommunikation. Ja, ist er in der Lage, Inhalte zu erstellen, selbstständig im digitalen Umfeld? Wie firm ist jemand auch im Bereich, ich sag mal, Datenschutz, IT-Sicherheit? Hat er da irgendwo ein gewisses Know-how oder ein Gespür dafür, welche Fragen da relevant sind? Und ist er in der Lage, mit Hilfe von digitalen Medien auch Probleme zu lösen? Ich habe Ihnen mal mitgebracht die Ergebnisse der jüngsten Digitalstudie der Bundesregierung D21. Und da ist mal abgetragen, quasi anhand dieses Referenzrasters aus der EU, wie verteilt sich das eigentlich in Deutschland mit den digitalen Kompetenzen? Und da sehen Sie, wir haben circa 19%, das ist repräsentativ, das sind Offliner. Ja? Oder aber Minimal-Onliner. Also das ist durchaus noch ein erklecklicher Anteil. Wir haben dann den konservativen Gelegenheitsnutzer, das ist immerhin noch ein Drittel, aber er nutzt ja immerhin digitale Medien.
Dann gibt es noch die vorsichtigen Pragmatiker. Ich sehe hier gerade, die sind sowas bei 20%. Und wir haben die progressiven Anwender und Technikenthusiasten. Die bilden dann so die Speerspitze. Jetzt könnte man sagen, naja, so ein bisschen gaußsche Verteilung, wenn man wohlwollend ist. Aber ich glaube, so wirklich ideal ist es nicht. Wir müssten eigentlich bei unseren Bildungsbemühungen mehr in die Richtung gehen, dass wir sagen, zumindest der Anteil vorsichtiger Pragmatiker und auch bei den progressiven Anwendern, der müsste sich irgendwo perspektivisch erhöhen, wenn wir auch als Volkswirtschaft weiterhin wettbewerbsfähig sein wollen. Und insofern gibt es da auch noch eine Menge zu tun. Was tun eigentlich wir in der Arbeitsagentur, die wir täglich eben uns mit Arbeitsmarktfragen und Fragen der Digitalisierung beschäftigen in diesem Prozess? Wir kümmern uns einerseits um die Beschäftigten, das heißt, es ist heute schon möglich und wir setzen das auch um, dass wir niedrig qualifizierte und von Arbeitslosigkeit bedrohte Beschäftigte im Betrieb aufsuchen und beraten. Wir beraten auch Betriebe in Richtung Qualifizierung, wie sie also ihre Mitarbeiter so weiter qualifizieren können, dass sie auch weiterhin Wert bringen für das Unternehmen tätig sein können. Ja. Das ist hier subsumiert unter dem Begriff Wegebau, Weiterbildung von Älteren und Geringqualifizierten im Betrieb. Das ist eine Neuerung, da sind wir präventiv tätig. Das machen wir, glaube ich, seit 2013, 2014, also schon eine ganze Weile. Und die Erfahrungen damit sind sehr, sehr gut. Also das ist in Bayern eigentlich so der Schwerpunkt unserer Arbeit. Ich sage mal, die klassische Weiterbildung, wie man die so kennt. Ich erwerbe irgendwo ein Zertifikat oder einen Berufsabschluss in einem Kurs oder in einer betrieblichen Maßnahme. Das wird immer schwieriger, das unseren Kunden zu verkaufen. Aber die Beschäftigten im Betrieb zu halten und im Betrieb auch zu lernen und mich weiterzuentwickeln, da liegt auch aus unserer Sicht die Zukunft. Natürlich machen wir auch Netzwerkarbeit. Ich meine, nicht umsonst bin ich heute hier. Wir besuchen regelmäßig solche Veranstaltungen. Es gibt in etwa so in der BA-Zentrale rund um die Strategieabteilung gibt es so 5, 6 Personen, die dann solche Netzwerkaufgaben übernehmen und sich an solchen Prozessen wie hier beteiligen. Aber es ist auch so, dass eigentlich jede Agenturgeschäftsführung, wir haben ja 152 Agenturen für Arbeit bundesweit, jeder Geschäftsführer dort kommt mit Arbeitgeberverbänden, mit Gewerkschaften, aber auch mit der Bildungslandschaft ins Gespräch und überlegt sich dort, wie kann ich mich in den Prozess einbringen. Und daraus entstehen dann auch zum Teil wirklich sehr pragmatische und sehr praktische Prozesse, die dann diesen, ja, ich sag mal, diesen digitalen Wandel unterstützen. Sei es, dass neue Arbeitsmarktmaßnahmen gemeinsam entwickelt werden. Wir haben sogar schon teilweise gemeinsam mit den Arbeitgeberverbänden neue Berufsbilder entwickelt, solche Dinge wie den IT-Pädagogen, den wir gerade in Bayern ausprobieren, wo also Menschen ausgebildet werden, die dann nach einem Jahr ein Zertifikat bekommen und dann sind sie befähigt, quasi digitale Change-Prozesse in einem Betrieb zu koordinieren. Das ist mal so versucht, das von einem anderen Standpunkt aus zu begleiten. Wir haben auch versucht, oder wir sind gerade dabei, Fachexperten für E-Commerce weiterzubilden. Wir engagieren uns sehr stark über Bildungsträger auch darin, überhaupt erstmal digitale Kompetenzen zu ermitteln. Ich muss ja erstmal sehen, wenn ein Mensch mir gegenüber sitzt, was bringt er denn mit, außer der formalen Ausbildung, Qualifizierung, wie firm ist er eigentlich anhand dieses Kompetenzrasters mit den digitalen Kompetenzen. Und auch da greifen wir einerseits auf Bildungsträger zurück, die sowas vorhalten, aber wir steigern auch, ich sage mal, die Beratungskompetenz unserer eigenen Mitarbeiter, indem wir systematisch zum Thema Digitalisierung, Arbeitswelt 4.0 in unseren eigenen Fortbildungseinrichtungen auch, ich sage mal, Schulungsmodule und Workshops anbieten, die dann eben Fach- und Führungskräfte auf diese Aufgaben vorbereiten. Und das läuft mittlerweile, kann man fast sagen, auch flächendeckend. Also da sind wir schon recht weit fortgeschritten. Ja. Wir stellen aber auch fest, dass es gar nicht so einfach ist, die Betriebe für dieses Thema aufzuschließen. Also ich zuckte vorhin so ein bisschen zusammen, als Sie über Ihre Studie berichteten, Herr Kuhmann, ja klar, da läuft schon ganz viel in den Unternehmen. Aber wir als Arbeitsagentur haben natürlich auch sehr stark zu tun mit den Klein- und Kleinstbetrieben, die eben nicht über eigene Personalabteilungen verfügen, die keine strategischen Abteilungen haben, wo eigentlich auch, ich sag mal, der Unternehmensgründer dann häufig der Geschäftsführer ist und der Innovationstreiber, wenn man so will. Also das ist dann oft so eine Führungs-One-Man-Show. Und ich sage mal, diese Betriebe, und die machen ja immerhin, ich glaube, 70, 80% der deutschen
Unternehmen aus. Das ist sehr schwierig, mit diesen Betrieben über solche Themen ins Gespräch zu kommen. Also das ist für uns immer wieder eine Herausforderung, weil auch diese Betriebe oft gar nicht so Widerhall finden in den, ich sag mal, in den Gremien und Arbeitgebervereinigungen. Da hat man eben auch häufig mehr den Fokus auf die Unternehmen mit 50, 100, 150. Das sind dann gute mittelständische Unternehmen, die sind auch wichtig für uns, auch für uns als Behörde arbeiten wir sehr eng mit denen zusammen, aber eben ein gewaltiger Anteil steckt tatsächlich in diesen Klein- und Kleinstbetrieben. Und ich glaube, da liegt auch noch eine wesentliche Herausforderung, die, ich sag mal, mit diesem Thema nicht nur zu konfrontieren, sondern die auch zu unterstützen, um da eben den Change auch zu schaffen. Ja, ich zeige vielleicht noch ganz kurz, und das soll es dann auch schon fast zur Einleitung unserer Diskussion gewesen sein, was kann man eigentlich tun? Wir selbst als Bundesagentur, wir werden auch immer digitaler. Informationen finden Sie bei uns eigentlich überwiegend digital auf unserem Portal arbeitsagentur.de. Das Thema Geldleistung läuft eigentlich inzwischen ja, größtenteils wirklich online. Sie können ganze Antragsstrecken alles digital von zu Hause aus machen. Sie müssen also nicht mehr in die Agentur für Arbeit kommen, um Ihren Arbeitslosengeldantrag abzugeben. Veränderungsmeldungen, das läuft alles online. Sie können auch mit Ihrem Vermittler über einen gemeinsamen Account kommunizieren. Da hat sich eigentlich, ich sag mal, die Welt sehr stark geändert, dass heute das sehr individuell gehandhabt wird. Der eine möchte eher online angesprochen werden, der nächste möchte lieber telefonieren. Der dritte sagt dann, ja, aber zu bestimmten Fragen komme ich dann lieber doch in die Agentur für Arbeit, dann verabrede man online einen Termin. Das sind so die Dinge, wo wir auch selber viel digitaler werden. Beim Thema Beratung setzen wir verstärkt auch auf Online-Tools in der Beratung selbst, dass wir also gerade beim Thema Kompetenzfeststellung bestimmte Verfahren und Tools anwenden. Wir geben auch unseren Kunden die Möglichkeit quasi der Selbstexploration, dass sie also selber schauen können, wie fit bin ich eigentlich in bestimmten Gebieten, was sind vielleicht überhaupt meine Interessen. Das ist gerade bei Schülern und Jugendlichen eine sehr wichtige Voraussetzung, um irgendwo eine kompetente Entscheidung treffen zu können. Was ist der richtige Beruf für mich? Wo steige ich überhaupt ein? Mache ich eine Ausbildung, mache ich ein Studium oder vielleicht ganz was anderes? Auch das sind Dinge, die wir in der Beratung und Vermittlung sehr stark digital unterstützen. Hatte ich gerade geschildert kurz. Hier sehen Sie nochmal so Beispiele aus Niedersachsen, wo wir hier mit einem Bildungsträger bestimmte Trainings anbieten zur Stützung von digitalen Kompetenzen. Gibt es ganz verschiedene Initiativen, alles Beispiele aus Niedersachsen, und da können Sie mal so grob sehen, was wird da eigentlich angeboten in solchen Weiterbildungsmodulen. Ja, das klassische CNC, das ist sicherlich nichts ganz Neues. Webdesign, da gibt es auch schon länger, aber Social Media Manager, ja, oder Data-Driven Management, Digital Business Skills für Manager, also auch für Führungskräfte durchaus Fortbildung, die wir da anbieten und. Ich will es nicht alles vorlesen. Ich möchte Ihnen nur das Gefühl geben, dass jetzt schon recht viel in Bewegung gekommen ist, und wir werden auch zunehmend von unseren Kunden angesprochen, also gar nicht nur von Betrieben. Das ist also ein Betrieb, entweder macht er bestimmte Themen künftig digital, das ergibt sich meistens aus einer ganz konkreten Problemstellung heraus. Um ein Beispiel zu nennen, da gibt es einen Mittelständler in Regensburg, Maschinenbaufirma mittelständisch, und die haben festgestellt, dass in der Maschinensteuerung bestimmte Dinge nicht so effizient funktionieren und auch qualitativ da sich was ändern müsste. Und daraus ist dann letztendlich ein Projekt entstanden, was dann in Richtung Arbeitswelt 4.0 auf einmal wies. Das war gar nicht die ursprüngliche Tendenz, dass man gesagt hat, wir wollen hier irgendwas digitalisieren oder automatisieren, aber es stellte sich heraus, dass die Lösung dieses Problems mit Vernetzung und mit Digitalisierung zu tun hat. Und es ist dann entstanden ein digitales Produkt, eine Software und letzten Endes eine ganz eigene Geschäftseinheit dieses Unternehmens. Das Unternehmen war nachher in der Lage, dieses digitale Produkt an andere Unternehmen mit ähnlichen Problemstellungen zu verkaufen, und so hat sich dann quasi ein eigener Geschäftszweig auch gebildet. Das war mal so ein Idealfall. Also wir nehmen wahr, dass in den Betrieben, ich sag mal, sich das sehr pragmatisch zum Teil entwickelt, und das ist so organisch, also gar nicht so sehr, da wird irgendwo eine große Strategie aufgebaut, sondern es entzündet sich oft an einer ganz konkreten Fragestellung und dann entwickelt sich das weiter. Wo wir stark von unseren Kunden angesprochen werden im Bereich der Arbeitssuchenden, Arbeitslosen, aber auch Jugendliche, ist tatsächlich, dass die aufgrund der Medienberichterstattung auch immer häufiger so gewisse Ängste beschleichen. Dass sie sagen, also Mensch, sag mir jetzt, was kann ich machen, was dann noch die nächsten 20 Jahre bis zur Rente trägt.
gib mir eine Weiterbildung, die mich in die Lage versetzt, nicht nur einen Job zu finden, sondern dass das dann auch nachhaltig ist. Und das sind dann sehr schwierige Gespräche, die wir führen, weil wir unseren Kunden sagen müssen, dass man sich von solchen Gedanken zumindest ein Stück weit verabschieden muss. Aber auch, und das ist dann eine Herausforderung für unsere eigene Institution, wir brauchen andere Angebote für Weiterbildung. Und das ist zurzeit ein großes Thema bei uns. Wir sind aufgrund von rechtlichen Regularien, haushaltsrechtlichen Regularien, aber auch aufgrund der Träger- und Bildungslandschaft, die uns umgibt, zum Teil gar nicht mehr in der Lage, adäquat auf den Markt und die Qualifizierungsbedarfe zu reagieren. Das heißt, wir reden hier teilweise von Mindestgrößen von Kursen, die viel zu groß bemessen sind und viel zu speziell, dass wir sagen, nee, eigentlich geht es am Markt vorbei. Aber für den Träger ist es vielleicht gar nicht wirtschaftlich, nur 4 oder 5 Menschen in einer Maßnahme zu haben. Wir reden davon, dass wir zum Teil in Richtung Berufsabschluss qualifizieren möchten, aber wir eigentlich viel stärker und flexibler reagieren müssten, um einzelne Kompetenzen und Qualifizierungen modular zu vermitteln. Ja, manchmal reicht ja nur ein Teilaspekt eines Themas, um jemanden wieder näher an den Arbeitsmarkt ranzubringen. Das wird aber häufig gar nicht so ausgeschrieben oder wir können es so nicht einkaufen. Also da sind wir mittlerweile in einem Bereich, wo wir sagen, es passiert viel am Markt, es wird vom Kunden, vom Arbeitslosen nachgefragt. Die Betriebe brauchen das zum Teil auch, weil sie es selber auch nicht immer organisiert kriegen. Natürlich gründen sich auch so regionale Bildungs- und Weiterbildungsverbünde von den Unternehmen selbst. Manche Netzwerke funktionieren da recht gut. Aber am Ende kommt dann eben doch zu uns die Frage, Mensch, könnt ihr nicht hier, dort oder dort helfen? Und wir stellen fest, also dass da eben noch sehr viel, ich sag mal, Beratungs- und Entwicklungsarbeit auch in der Bildungslandschaft notwendig ist, um eben solche Prozesse zu unterstützen. Und ich glaube, damit möchte ich erstmal schließen als ersten Input und dann übergebe ich auch gerne an meine Nachrednerin. Vielen Dank. Ja, ich würde jetzt gerne aber die Gelegenheit noch geben, Fragen zu stellen. Meine Frage selber wäre, weil Sie jetzt ja auf die Veränderung von Fortbildung und Weiterbildung eingegangen sind, wir haben das in unserem Antrag zur Digitalisierung schon mal so überlegt oder aufgeworfen, das Thema. Muss sich die Arbeit der Bundesagentur da nicht noch ganz anders ändern? Also muss sie da vielleicht noch von der Politik einen Arbeitsauftrag bekommen, viel stärkere Verantwortung zu übernehmen und mehr Möglichkeiten mit den Agenturen? Ja, wieso sage ich es jetzt? Also ich bin ja hier als Vertreter der Bundesagentur für Arbeit. Ich habe natürlich auch eine persönliche Meinung dazu. Also bis vor kurzem hatten wir ja noch eine Arbeitsministerin und die hat ja dann so ein Schlagwort geprägt wie die Bundesagentur für Arbeit, für Weiterbildung und Qualifizierung. Und das ist auf sehr starken Widerstand der Arbeitgeber auch gestoßen, weil es einfach Ängste gibt, dass wir eben rausgehen in die Betriebe. Wir haben es vorhin gesehen, wir machen das ja schon, in kleinerem Rahmen machen wir das heute schon, für eine begrenzte Zielgruppe. Aber es gibt tatsächlich, weil einfach der Wettbewerb um Fachkräfte so stark geworden ist, starke Vorbehalte dagegen. Es gibt aber auch aus anderen Gründen Vorbehalte, weil Arbeitgeber selber ja eine Weiterbildungsstruktur vorhalten, weil sie natürlich auch nicht sich eine gewisse Verantwortung nehmen lassen wollen und das erst als ihre originäre Aufgabe sehen, wir übrigens auch, also wir wollen eben Arbeitgeber da nicht aus der Verantwortung entlassen. Aber um das vielleicht nochmal kurz zu fassen, die Bundesagentur bereitet sich schon in diese Richtung vor. Also wir haben zurzeit einen Projektlauf, das nennt sich lebensbegleitende Berufsberatung. Das zielt eigentlich sehr stark so in Richtung Arbeitsberatung, Arbeitsmarktberatung. Sehr individuell, nicht nur eben für Jugendliche, die vor der Frage stehen, welchen Beruf werde ich mal erlernen oder was werde ich studieren, sondern für Beschäftigte, für Menschen, die schon im Arbeitsprozess sind und schon einen Beruf haben. Das weist schon sehr stark in diese Richtung. Was uns jetzt in der Tat noch fehlt, ist tatsächlich die Frage, wenn eine Weiterbildung ansteht, was passiert dann? Also dieses Thema Lebensunterhalt ist zurzeit einer der größten Hürden, mit der wir konfrontiert sind. Das spüren wir täglich, dass wenn wir Weiterbildungsangebote machen, dass dann bei den Kunden, die jetzt noch in Arbeitslosigkeit sind, oft auf Vorbehalte stößt und die sich sträuben, weil sie vielleicht nicht mehr des Lernens so gewöhnt sind. Aber auch, das sind teilweise existenzielle Fragen, dass sie sagen, ja, was ist mit meinem Lebensunterhalt? Ich habe Familie, ich habe ein Haus,
Haus und Garten, wie geht das weiter? Und ich glaube, wenn man hier Rahmenbedingungen verbessert, dann weist das in die richtige Richtung. Gibt's, ja, ich habe da eine weitere Frage. Mein Name ist Eckhard von Knorr, ich komme selber aus Hannover und habe ja in den letzten 3 Jahren sehr intensiven Austausch gehabt mit der Arbeitsagentur und den Jobcentern vor Ort, weil ich viel in der Flüchtlingsarbeit unterwegs bin und sehe, dass einerseits eben, ja, was ich auch sehr begrüße, so dass in den oberen Ebenen sehe ich auch das, was Sie alles beschrieben haben, dass Sie sich über viele Dinge Gedanken machen. Ich sehe aber auch auf der anderen Seite, dass eben das, was auch Stefan Körner eben schon angesprochen hat, es auch noch sehr viel zu erledigen gibt. Also die Qualifikation der Mitarbeiter selber der BA ist nicht unbedingt die beste. Also wenn ich mit einem Flüchtling hingegangen bin und dann gefragt habe, also sagen Sie mir überhaupt, in welchem Bereich gibt es jetzt gerade viele Arbeitsplätze? Was können Sie denn empfehlen? Zu häufig kam die Antwort, wissen wir selbst nicht. Oder jetzt habe ich gerade wieder einen Flüchtling gehabt, eben hat 24 Monate hier schon gearbeitet, sein Deutsch ist nicht gut genug. So, also war meine Empfehlung, soll jetzt nochmal Deutschkurs machen, dann zusammen mit zur Arbeitsagentur gegangen. Ja, da steht er aber doch während des Deutschkurses nicht für den Arbeitsmarkt zur Verfügung. Ja, meine ich, dann prüfen Sie den Fall, geben Sie Genehmigung. Der Fall liegt jetzt wieder 3 Wochen da, die Frau ist vollkommen überfordert. So. Und, oder zum Beispiel das nächste Thema, Formulare im Internet. Da wird das Papierformular 1:1 ins Internet eingestellt. Es werden praktisch, auch gerade im Flüchtlingsbereich, habe ich ganz viele Sachen, die sind überhaupt nicht zutreffend so. Da sagen die Mitarbeiter vor Ort immer, ja, streichen Sie raus, das kann ich natürlich im Internet nicht machen. Und die Leute in den Arbeitsagenturen sagen, ja, das wissen wir schon, das mit der EDV funktioniert sowieso alles nicht, reichen Sie uns das am liebsten als Papier ein. Also wir haben ganz, ganz viele Missstände, wo eigentlich die verantwortlichen Leute auch in den Führungsebenen vor Ort wissen, funktioniert nicht, aber irgendwie klappt das nicht von oben, von der BA, praktisch diese Dinge irgendwie vor Ort umzudrehen. So. Und ja, da denke ich mal, wäre uns irgendwie wichtig zu wissen, wie Politik einwirken kann, dass Sie die Unterstützung kriegen, dass Sie diese Dinge ändern können. Ja, also das war jetzt eine ganze Menge. Ich versuche, für einzelne Aspekte einzugehen. Also das Flüchtlingsthema, ich sehe auch, das ist ein wirklich schwieriges, nicht nur in der politischen Debatte, auch für uns in der Bundesagentur operativ. Ich war von Anfang an, als Herr Weise auch diese Funktion im BAMF übernommen hatte, quasi auch relativ nah dran und habe diese Prozesse zum Teil miterlebt. Ich habe auch in der Agentur Hannover dann mal hospitiert, habe mir da dieses Flüchtlingsteam angeschaut. Ich glaube, was zumindest schon mal ein guter Schritt war bei der Bundesagentur, ist ein Bewusstseinswandel, dass wir da was tun müssen. Wir haben unser Rekrutierungsverhalten umgestellt. Also wir rekrutieren zunehmend eben Menschen ganz gezielt mit Migrationshintergrund, mit gewissen interkulturellen Kompetenzen und auch mit Sprachkenntnissen. Das ist neu, das gab es so nicht. Also wir reagieren an der Stelle durchaus. Ne? Was die Marktkenntnis betrifft, also da bin ich dann schon relativ betroffen, wenn ich höre, dass man da kein adäquates Angebot oder eine Einschätzung zum regionalen Arbeitsmarkt geben konnte, weil das ist eigentlich Basiswissen, wo ich eigentlich bisher der festen Überzeugung war, dass wir da schon recht viel vermitteln und auch weiterbilden und schulen. Also das leisten wir auch zum Teil selbst in der Regionaldirektion, wo wir immer wieder das Thema Arbeitsmarktanalyse und ich sag mal, wie kann ich jetzt am besten vermitteln, beraten? Das wird regelmäßig geschult. Ich bin insofern dann erstaunt, aber wie gesagt, wir sind eine große Organisation. Das ist dann schwierig, muss man sich dann in den Einzelfall tatsächlich angucken. Aber ich stimme Ihnen zu, das Qualifikationsniveau der Bundesagentur insgesamt, das muss natürlich auch mit Blick auf Arbeitswelt 4.0, das muss sich verändern, auf jeden Fall. Ja, und das ist auch noch nicht abschließend geklärt, wie wir das auch intern für uns lösen. Ich habe ja vorhin nur darüber gesprochen, wie wir uns der Frage nähern am Arbeitsmarkt, also kundenbezogen. Aber es geht ja auch darum, die Mitarbeiter mitzunehmen. Wie gesagt, in Ansätzen läuft das. Wir haben dann eben bundesweit unsere Bildungszentren und da werden wirklich die Mitarbeiter aufgeschult, ne? Und eine bestimmte Methodenkompetenz, darum geht es eben bei uns immer sehr stark, gar nicht so sehr Faktenwissen, das machen wir gar nicht mehr so, sondern es geht immer darum, ob das nun Beratung ist oder Arbeitsmarktanalyse. Oder ich sag mal, wie spreche ich mit dem Kunden so angemessen, dass ich also wirklich auch diese Kompetenzen identifiziere, die er mitbringt, ne, über die er sich vielleicht auch selber gar nicht klar ist. All diese Dinge, das schulen wir auf. Also wir investieren sehr stark in Methodenwissen. Ne. Herr Kuhlmann. Bezogen auf die Probleme, die Sie geschildert haben, wäre es ein Lösungsansatz,
die berufsbildenden Schulen nicht stärker weiterzuentwickeln. Berufsbildende Schulen haben ja einerseits diese Berufsorientierung, hätten eine Brücke in die Arbeitswelt rein, wenn man das systematischer macht. Auch das Thema Weiterbildung könnte man enger verschränken, also Arbeiten auf dauerhaft Lernen. Und da, wenn es gut läuft, in den berufsbildenden Schulen ja auch Leute mit einem pädagogischen Anspruch sind, hätte man sogar diese Orientierungsfunktion noch mal stärker an der Stelle. Also insofern die Frage an Sie, wenn man die berufsbildenden Schulen nicht, wenn man die systematisch weiterentwickelt, die waren immer Stiefkind im Grunde genommen, werden dann nicht ein paar von den Problemen oder Herausforderungen, die Sie beschrieben haben, nicht gut angehbar? Plus werden den Riesenvorteil, die berufsbildenden Schulen bleiben regional. Und die sind hier regional verankert. Und das wäre natürlich auch nochmal ein Vorteil. Ja, also ich sehe da auch einen vielversprechenden Ansatz. Die wurden übrigens nicht nur, ich sag mal, schulpolitisch vielleicht stiefmütterlich behandelt, sondern auch von uns selbst bei der Arbeitsagentur, dass wir also unsere Berufsorientierung und Berufsberatung vorzugsweise an den, in Anführungszeichen, ganz normalen allgemeinbildenden Schulen angeboten haben. Da setzen wir jetzt aber an mit dieser lebensbegleitenden Berufsberatung, hatte ich vorhin kurz angerissen. Das setzt ganz stark darauf, dass wir jetzt auch wirklich intensiv und regelmäßig an berufsbildenden Schulen präsent sind, ne, um genau auch da zu gewährleisten, dass niemand verloren geht. Ja, das war nämlich auch so ein Problem in der Vergangenheit. Ich glaube auch, dass wir da einen stärkeren Link zwischen Beruf und Bildung hinbekommen können. Ja.